Herr Höcke, lassen Sie uns da gleich mal bei Ihnen nachfragen. Tatsächlich ist es ja so, dass alle Industrie- und Handelskammern in Thüringen suchen händeringend Fachkräfte. Wäre es dann nicht eigentlich sinnvoller und klüger, die Leute, die jetzt hier sind, in Ausbildung zu bringen und fit zu machen für den Arbeitsmarkt, als eben in hunderte Abschiebeflüge zu stecken? Nein, also der Ansatz der AfD ist ein anderer. Wir müssen erst mal sehen, dass wir in der Alterskohorte 20 bis 34 2 Millionen junge Leute haben, die unsere Sprache sprechen, die in unserer Kultur groß geworden sind, die über keine Berufsausbildung verfügen. Warum qualifizieren wir diese jungen Leute nicht erst mal nach, bevor wir uns über Fachkräftezuwanderung aus dem Ausland unterhalten? Das große Problem ist ja, dass das, was in den letzten Jahren hier vonstatten gegangen ist im Bereich der Einwanderungspolitik, eben keine Politik war. Es war einfach ein Zulassen von millionenfacher Einwanderung, überwiegend in unsere Sozialversicherungssysteme. Wenn ich mal ganz kurz die Zahlen des Hartz-IV-Systems in Erinnerung rufen darf, die Zahlen sind folgendermaßen. Im Augenblick sind 34% der Menschen, die aus dem Hartz-IV-System alimentiert sind, Ausländer. Tendenz weiter steigend. In wenigen Jahren werden wir den Zustand haben, dass über 50% der Menschen aus dem deutschen Hartz-IV-System Ausländer sind, die aus dem Hartz-IV-System alimentiert werden. Also aber wir haben eine massive Einwanderung in die Sozialversicherungssysteme. Aber es gibt eine unsere wachsende Zahl von Flüchtlingen, die inzwischen auch in Arbeit sind. Nein, aber 35%. Der Großteil ist eben nicht in Arbeit. Und eins ist doch entscheidend. Ja, qualifizierte Zuwanderung. Warum nicht? Aber dann muss Deutschland auch attraktiv sein als Einwanderungsland. Das ist es aber nicht. Wir haben die höchste Abgaben- und Steuerlast weltweit. Wir haben eine millionenfache Zuwanderung in unsere Sozialsysteme. Das haben Sie jetzt schon mehrfach angesprochen. Das bezahlt ja auch der Steuerzahler langfristig. Das heißt, wieso soll ein Hochqualifizierter nach Deutschland einwandern, wenn er hier so unglaublich viel erstmal bezahlen muss dafür, dass dieses Land keine kluge Einwanderungspolitik macht?